Moment. Und? Alter, das braucht aber ewig zum Laden. Okay, voll ins Schwarze. Ja, ich habe auch immer durch dich durchgeschossen. Aber hey. Es ist Zeit für die richtige Herausforderung. Okay. Dann müssen wir ihn hier hinstellen, dann können wir mit ihm quatschen. Hallo. 15 Sekunden, um so viele Punkte wie möglich zu machen. Und wo ist mein Timer? Oh! Super geil! Du hast einen Punkt erzielt. Wenn du mehr Punkte erzielst, gebe ich dir was. Okay. Oh, come on. Ah! Das ist genau. Oh, das wäre wieder zu spät gewesen. Das ist genauso, dass du nicht hintereinander da reinballern kannst. Oh, leck mich doch. Ist auch so ein bisschen hakelig, das Ding zu treffen. Warte, es sind aber schon länger als 15 Sekunden. Sag mal, muss ich hier erstmal wieder mit dem quatschen? Oh. Ja, natürlich. Nee, du kannst da nicht chainen. Oh ja, na klar. Ach, leck mich. Pro Gamer ist hier wieder am Start, ne? Okay. 3 hat gereicht. Für noch eine Statue. What the hell? Die lieben mich ja. Und alles aus purem Gold. Wo sind wir hier? Im Aztekenreich? Oh. Süß, aber nicht da, wo ich hin wollte. Moment, das ist Fuchs, das sind Füchse. Vielleicht kann man das irgendwie miteinander kombinieren. Okay, ich kann hier nicht rüber. Ich wollte eigentlich zu dem anderen Dulli. Oh. Voll ins Schwarze. Und das sogar gleich bei der ersten Seemotte. Hey, Arsch. Ja, da kommen wir jetzt auch nicht wirklich rüber, ne? Ich habe die Brücke nicht dabei, oder? Nee. Alter, was gibt's hier alles? Hier ist wieder so eine Musiknote, die alles okay tut. Weisheit, Stärke und Kraft. Das ist der Weg. Bist du Link oder wie schaut's aus? Oh, Geheimgeschenke. Ja, danke. Da ist er. Sollen wir dir das hier einfach so? Nein. Schon mal ein Ding drin. Gibst du mir etwas für den ersten? Nope. Ich habe gerade noch eine so eine Kletterpflanze gesehen, wie die bei der ersten Stufe zum Hebel. Gerade, wann, wo, wie, was? Hier keine Kletterpflanze. Können wir ins Haus einbrechen? Vor der Fuchsstatue. Das da? Ach, können wir die mitnehmen? Nein, können wir nicht.
Aber gute Idee. Gute Idee, das einfach rauszureißen. Ist ja nur ihre Lieblingspflanze. Schade. Ja, komm, wir gehen mal in den Berg. Da fehlt ein Zahn und hier hast du wieder diese kleinen Schweinedinger. Oh. Neuer Baum zum Verarbeiten. Oh, shit. Den wir gerade nirgends hinpacken können. Warte. Ich pack mal die Kisten weg, ne? Wofür wir diese Fuchsstarte wohl... Fuck. ...brauchen? Och, nee. Platzieren wir sie mal und gucken, was passiert, wenn wir diese Fuchsdingsmuster mit dazu packen. Nichts. Das sieht auch aus wie so ein Fuchshochzeit, ne? Und wenn wir das ganz weit... Wenn wir ihm am Schwanz ziehen. So. Perfekt. Du kommst auch wieder mit. Sah halt genauso aus, deswegen dachte ich, das könnte klappen. Das ist ja auch die gleiche Art Pflanze, ne? Aber... Mal gucken, was wir da machen können, dürfen, sollen, müssen. Ey! Noch ein Brief. Hallo, mein Kind. Ich bin froh, dass du es bis hierher geschafft hast. Auf dieser Insel gibt es 5 sehr wichtige Medaillons. Sammle sie alle, mein Kleiner. Okay. In diesen Bergen gibt es einen alten Freund, der nach ihrem Sohn sucht. Kannst du ihr helfen? Hier ist ein Geschenk. Diese Karte wird hilfreich sein. Wenn du das mit deinem Collectible-Album benutzt... Oh, kannst du die Location aller Sticker sehen? Was? Ich sehe dich später im Wald. Flashback! Aber wenn die das Stickeralbum gemeinsam vollgeklebt haben, warum ist es dann leer? Weil wir das kurz gestickert haben, können wir mit B die Map angucken. Okay. Können wir dann... Ach ne, halt, wenn wir das mit dem Collection-Modus machen, war irgendwas, ne? Sticker Finder. Ach, weil wir die gerade... Okay. Ups, das wollte ich nicht. Also nochmal. Collection. Ah, das hat mir gerade die ganzen Bäume angezeigt. Die Krabbe hat er mir bei mir angezeigt, weil ich sie dabei habe, oder was? Ja. Ah, das ist auch sehr suspekt, ne? Ich wollte nämlich sagen, so bei Zelda oder sowas wäre hier drunter so ein Dungeon. You shall not pass. Der große Eroberer. Also wenn wir eine Schaufel haben, können wir da vielleicht irgendwo was machen. Okay, hier fehlt ein Ring. Die Hand hat nur 4 Finger. 4 Finger hat die Hand. Hier oben wieder echt Platz schaffen für Bäume, ey. Da gibt's aber viele Löcher, die man begraben könnte, ne? Also hier ist auch nochmal so ein Ding. Wenn das überhaupt geht. Atlas! Hallöchen!
hab dich einfach so in WhatsApp abgewürgt, ne? Nur um Sticker zu sammeln. Ach Gottchen, da oben ist einer eingefroren. Haben wir Wasser dabei? Funktioniert das hier mit Schnee? Ja, geht klar. Gib mir mal den Eimer zurück, Kollege. Und, wie geht's da? Weisheit, Stärke und Kraft. Das ist der Weg. Jo. Kannst du mit deiner Spitzhacke da vielleicht den Kollegen aus dem Eis rausholen? Oh, ich drücke immer auf B statt X, Y. Okay, es ist hier immer noch irgendwo ein reaktives Mineral. Okay, du kümmerst dich also nicht um den Kollegen, der da im Eisblock friert. Du willst nur dein Mineral haben. Geht klar. Oh, die Bäume hier sind auch neu. Hübsch. Vielleicht sollten wir gleich mal Bäume verarbeiten gehen. Hab nur so mit halbem Ohr und Auge zugesehen. Also du kannst die Umwelt in dein Stickeralbum packen, ja, und irgendwelche Rätsel damit lösen, aber die roten Bäume will der scheinbar nicht mehr. Ja, der will da keine Sachen mehr draus machen. Er hat gesagt, bring mir verschiedene Bäume und ich bastel dir da so ein paar Dinger raus. Von daher bin ich gespannt, was der aus diesen Bäumen rauszaubert, wenn überhaupt, ne? Ja, das war, glaube ich... Ach, warte. Dann greifen wir dich doch einfach weiter links und kleben dich hier hin. Sehr schön. Ah. Na, lieber abwürgen statt erwürgen. Das kommt immer auf die Person an. Pipapo, abgewürgt. Ich war ja nicht einverstanden mit deinem Vorschlag. Nein, das war nur Neugierde, weil ich will unbedingt irgendwann Divinity Original Sin 2 im Hardcore-Modus beenden. Ach, wir sind gerade vorbeigelaufen, ne? Okay, dann habe ich nicht so viel verpasst. Nö, nö, nö. Wir machen das auch gemütlich hier nicht auf Speedrunner-Natur. So, was machst du denn aus der Tanne hier? Ein fucking Bücherregal? In Form eines Bootes? Dann kommt das ins Wasser. Nein, Schei, hier wird kein Lurch gewürgt. Zumindest nicht vor der Kamera. Das wäre doch mal... Nein, den Stream gibt's nur auf OnlyFans. Ne. Lieber nicht auf YouTube. Okay. Das ist einfach nur... So, okay. Also, das heißt, Farbe ist egal. Das ist der gleiche Baum, nur in einer anderen Farbe. Und das ist wurscht. Okay. Good to know. Dann würde ich sagen, machen wir das mal hier... Ey, pass auf. Wir sind nett... Und geben ihm einfach ein paar andere Bäume, die ihm Schatten spenden. So, nachdem wir die anderen ja geklaut haben. Oh, das ist wieder so ein kleines Problem, ne? Du kannst ihn nur hier so pixelmäßig mitnehmen. Und, gefällt's dir hier jetzt? Ah, ich liebe es! Oh, man kann ihn nicht verbrennen. Aber für das Lagerfeuer mitnehmen, wie es aussieht. Hey. Das ist ja cool. Ich habe keine Ahnung, wofür wir das Lagerfeuer brauchen, aber... Naja. Shiny Eselstatue. Ja, wir haben auch... Oh. Wir haben schon eine andere Eselstatue hier. Sagt die Podemar, er soll mehr Boy streamen. Wo steht unsere andere Eselstatue? Oben in der Wüste, ne? Ah, da müsste ich jetzt hier aber erstmal wieder die Brücke hinklatschen. Und wir machen das so, ne? Hier, Eselstatue.
Kann man die andere gleich dazu klatschen. Aber das Herz will, was das Herz will. Oh. Kann man irgendwo ein riesengroßes Ei finden? Können wir da das Lagerfeuer draufziehen, damit wir ein Omelette oder so machen können? Was? Jump in for a trip? Wer ist das denn? Wer ist das denn? Kein blasser Schimmer? Finden wir vielleicht noch irgendwann. Das bist nicht du, du hast nicht einen groß genugen Buggel. Da ist ein Puzzleteil hier eingefroren? Warte. Tatsache? Ah, wie cool. Das hat mich jetzt ehrlich gesagt überrascht. Ich hätte gedacht, das müsste irgendwie anders gehen. Kann ich dann jetzt mit dem... Ja, nice. Also, das Spiel ist schon irgendwie cool, ne? Auch wenn das richtig süß und ja, nicht kindisch, aber so kindlich ist. Sowas gefällt mir, wenn das funktioniert, ne? Sehr cool. Kannst du ein großes Ei reinlegen? Das heißt ja auch anders, würde ich da reinscheißen sollen, ne? Okay, du bist schön. Sieht nach einem Dieb mit Tasche auf dem Rücken aus. Ja. Ja. Okay, Baran. It's dangerous here, okay. Der große Adler ist sehr hungrig. Ja gut, hungrig vielleicht auch, aber sehr verärgert. Er sucht nach seinem Ei. Es hat sogar eine Leiter geklaut, die ich da irgendwie platziert habe. Okay. Es wird vermutet, dass das Ei hier ganz im Osten ist. Jetzt soll ich dich vorsichtshalber mal mitnehmen, Kollege. Ja, ich würde es schon sagen. Was zum Henker? Auch ein bisschen was für die Fußfetischisten unter euch hier am Start. What the hell? Nehmen wir den Fuß mal mit, ja? Das Ding, ja, wir haben zwar den Pfeil, aber den werden wir jetzt ja wohl kaum hier einfach so dran büppeln können. Boop. Legen wir den erstmal hier ab. Hier ist nochmal ein Fuß. Ach. Und die Winde hindern... Okay. Der Fuß verhindert, dass der Wind... Warte mal. Der ist nicht ganz drin, hä? Wild. Ey! Oh, da ist sogar das Ei. Ganz schön klein. Und du wolltest hier hin. Ja, sehr cool. Oder eine Mau. Vielleicht auch eine Mau. Ich hätte nicht gedacht, dass ich hier mal wieder zurückkehren würde. Ach, dieser Moment ist wunderbar. Schau dir das an. Was ein schöner Sonnenuntergang. Ach, und hier kriegen wir den Mond. Ja, nice. Ah, du hast diese alte Frau glücklich gemacht. Ohne Zusammenhang etwas suspekt, aber hey. Wir haben die Sonne nicht wieder eingesammelt. Ich dachte, wir wollten der Herr der Elemente sein. Ah, ich bin sehr glücklich. Ja, dann bleibst du jetzt auch hier. Wenn du hier glücklich bist, dann kommst du nie wieder von dem Berg runter.
damit du hier auch glücklich bleibst, roden wir hier mal so ein bisschen. Alles für Sägewerk! Okay. Dann an der Nadel ziehen. Passt. Ach, warte. Das Ding müssen wir auch mal ganz kurz umsetzen, damit wir es in unserem Album drin haben. Warte! Kann ich das Lagerfeuer auch bei ihm benutzen? Jo. Dankeschön! Gut, du bringst uns nichts, außer einen neuen Sticker. Friert er wieder ein? Oh, das wäre so klasse, wenn er wieder einfrieren würde. Nein? Schade. Adler! Das ist kein Adler, möchte ich mal meinen. Ist das Polly aus Infinite Craft? Dieses Medaillon repräsentiert Liebe. Du hast jemanden in Not geholfen und hast den großen, ich glaube, Wert von Liebe und Freundschaft erlernt. Virtue, ist das der Wert? Oh! Du hast, stimmt, dass die... die Leiter geklaut. Es war das Ei. Ja, das Ei war ja war klar, dass das da irgendwie rein muss wieder, ne? Aber... Ja, da war es kurz... Ja. Aber wer da oben zu dieser Rutsche muss? Ne? Aber wo ist der Windfisch? Oh Gott. Zelda-References, obwohl ich nie wirklich ein Zelda gespielt habe. Aber das könnten wir vielleicht auch mal irgendwann machen, ne? So ein Zelda-Game. Ich besitze 3 physische Zelda-Games. 2 für die NES. Und Breath of the Wild. Ah. Hallo, Herr Kollege. Schauen Sie mal, was wir hier haben. Zeit für die Arbeit. Ist das Amethyst? Ich bin froh, dass ich hier helfen konnte, trotz meines Alters. Okay. Nehme ich mit und dich lassen wir hier stehen, ja? Diese Bäume... Oh, die toten Bäume kannst du nicht mitnehmen. Die Brücke hier auch nicht. Wir haben auch keinen Platz mehr für weitere Nadelbäume. Ey, neuer Brief! Hallo, mein Sohn, Kind, wie auch immer. Und Windfisch, ne? Windfisch habe ich auch nicht gehabt in Infinite Craft, nur den Pornfisch. Oh Mann. Oh. Das sind, glaube ich, nette Teile. Bin aber auch bei Hardcore. Ich kann das nicht lesen wegen dem blöden Herz. Vielleicht mal den 3DS-Teil spielen. Der hat mich komplett verzaubert. Welcher ist das? Ich kenne nur vom Gucken so Oracle of Seasons, Four Swords, der mit dem komischen sprechenden Hut. Weiß nicht mehr, was das für einer war. Okay, ohne Zweifel bist du sehr intelligent. Oh, dankeschön. Hast du meinen alten Freund, den Waschbären, gefunden?
Das alter Freund? Nimm's nicht ernst, er ist einfach verspielt. Oh, da gibt es einen kleinen Jungen, der Musiker werden möchte und der einen kleinen Schubs in die richtige Richtung braucht. Kannst du ihm helfen? Übrigens, hier habe ich mein Zelt gelassen. Nimm es, du kannst das Interieur dekorieren und mit dir nehmen. Okay. Ich werde dich später in der Wüste im Osten sehen. Okay, wir haben ein Zelt. Ach, kein Hardcore-Fan. Ah, okay, danke. Mhm. Und, wer kriegt ihn zuerst in die Fresse? Niemand? Was ist das denn für eine unrealistische Rückblende, sagen wir es mal so. Okay, kann ich hier rein und dann kann ich da drin wow, ist das Zelt riesengroß. Und guck mal, wir haben hier einen Cupcake. Dankeschön, Papi. Danke, Papi. Moment, wenn ich jetzt sag, wir packen den hier hin. Und ich nehme das Zelt mit. Oh. Moment. Das bleibt dann hier draußen. Okay, das heißt, ich kann das als Lager benutzen. Ball in die Schnauze wäre eine Eisekatzin. Ja, das stimmt auch wieder. Mama, Lagerfeuer im Zelt. So. Pflanzen wir mal ganz kurz die Bäume hier ein. Ach, das ist richtig, das ist huge, ne? Vor allem, oh, du kannst die so richtig nah aneinander klatschen. Ja, nice. Oh, der Hund, ne? Süß. Oh, come on. Steuerung ein bisschen hakelig hier auf der Switch mit dem Analogstick und so. Kann ich den Ofen mitnehmen? Nein. Hier seine ganzen Briefe packen wir mal ins Zelt. Gibt es ja scheinbar nur noch einen weiteren. Ach, ich freue mich schon, wenn ich eigene Kinder habe. Kann ich auch den Baseball in die Fresse werfen. Aus Versehen, aus Versehen. Hallo, ich bin nett und lieb und brav. Wahrscheinlich wird das Kind mir den Baseball in die Fresse werfen, weil meine Brille verrutscht ist oder irgendwie sowas. So, was hast du denn zu sagen? Ah, du hast die Leiter! Okay. Du wirst den Wald damit erreichen. Okay, ist ein schöner Ausblick. Was? When I feel sad, like I feel, everything is great. Oh. Oh, maybe a pet will make me feel better? I feel so lonely? Guck mal, was wir hier für dich haben. Ein Hundi-Wautz! Er scheint mich zu mögen. Kann ich ihn behalten? Oh, wirklich? Oh, jetzt muss ich nicht mehr alleine sein. Zack. Du wirst für immer in diesem Zelt verkammeln.